Willkommen zu einem neuen Let's Play Mario & Luigi Paper Jam Bros. Das ist eine Mischung aus Mario & Luigi und Paper Jam. Nicht Paper Jam, Mario... Paper Mario, so. Ja, wie ihr es auch sehen könnt, da ist der Paper Mario und da ist halt der normale Mario und da ist auch noch Luigi. Dann starten wir mal das Let's Play. Das ist auch endlich mal ein Projekt, das man abschließen kann, weil alles andere, was ich mit euch spiele, Animal Crossing oder Story of Seasons, kann man ja endlos spielen. Dann beginnen wir das jetzt einfach mal. Spulen wir ein bisschen vor. Also mit R kann man vorspulen. Aus wie Todd. Und es ist Todd. Spürst du diesen Luftzug? Hier muss irgendwo ein Loch in der Wand sein, durch das der Wind pfeift. Brrr. Wer ist das? Kommt das etwa von hier? Luigi, oder? Nun sei doch nicht so schreckhaft, Luigi. Ach, die kleine... Der kleine Angsthase. Ach, du fürchtest dich vor der Dunkelheit. Das kann ich gut nachvollziehen. Irgendwie ist es hier unheimlich. Oh. Ich habe mal fix das Fenster aufgemacht. Besser so? Prima, also woher kommt dieser Luftzug? Da oben. Ganz schön weit oben und meine Beinchen sind so kurz. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dorthin kommen soll. Scheinbar mit Springen. Ach, du willst dir das einmal ansehen? Danke, Luigi. Okidoki. It's a bee, Luigi. Oh, eine Ratte. Oder eine Maus. Nanu, eine Maus. Die muss ich wohl übersehen haben. Aber vor so einem Mäuschen hast du doch keine Angst, oder? Jetzt, wo du schon fast am Loch angelangt bist. Okay. Okay, was macht er da? Ein bisschen näher könnte sie schon ans Loch gehen. Magst du einmal nachsehen, ob diese Zugluft von dort kommt? Okay. Okay. Ja. Wow. Hilfe! Mamma mia. Mamma mia. Oh, Schreck. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Luigi. Hinter dir. Hä? Oh nein! Okay, ich springe auch immer gegen die Wand. Beziehungsweise Decke. Und Hachi, Gesundheit. Oh, Auchi. Und noch einmal, oh Schreck! Reiß dich zusammen, Luigi, mit diesem Buch dort geschieht etwas Seltsames. Gott, die ganze Paperwelt. Oh oh. Okay. Das sieht etwas komisch aus. Hey! Los, alle Goombas in Formation! Nanu, wir haben neue Rekruten. Wo bin ich? Ihr seid ja runder als der Schneemann da drüben. Na los! Zeigt uns die Attacke nochmal. Boah. Willkommen beim Team Bowser-Rekruten. Mit dieser Attacke besiegt ihr Mario mit Links. Oh, das ist so traurig, dass Koopa böse ist. Ich glaube, ich träume. Ah, jetzt bin ich Mario. Unglaublich, was geht denn hier vor? Prinzessin! No. Liebe Güte! Oh mein Gott! Luigi, kannst du erklären, was hier vor sich geht? Offensichtlich nicht. Wie bist du? Bist du ich? Oder bin ich du? Wie poetisch.
Sehe ich etwa doppelt? Es gibt uns zweimal. Hast du etwa doch eine Erklärung, Luigi? Verstehe. Ja, ich verstehe auch, was Luigi gerade sagt. Du wolltest also ein Loch in der Wand reparieren. Das Buch fiel herunter. Du hast dich so furchtbar erschreckt. So sehr, dass du zu tanzen anfängst. Moment mal, wieso warst du da am Tanzen? Verstehe. Luigi? Dauert das hier noch länger? Willst du wissen, was die Prinzessin hier zu sagen haben? Verwende das Schiebepad, um zu ihnen herüberzugehen. Mario! Ach so, mit A springe ich mit Mario, B mit Luigi. Wünschst du, mit den Prinzessinnen zu reden? Na klar. Ich kann nicht glauben, dass es diese zweite Welt gibt. Und mein zweites Ich. Unglaublich, nicht wahr? Das Buch wurde geöffnet und schon wurden wir aus unserer Welt in diese hier gefegt. Dann liegt der Schlüssel zu unserer Rückkehr sicher auch in diesem Buch. Ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Nur die Ruhe... Ups. Nur die Ruhe, eure Papierlichkeit. Oh, tolle Anrede. Ihr seid bei uns in besten Händen. Wer bist du? Ich bin Glitzerstern. Ich bin ein Abgesandter der Sterngeister und unterstütze Mario und Luigi. Sehr erfreut. Wir kümmern uns um eure Heimreise. Schaut doch so lange die Umgebung an. Ich bin sicher, Mario und Luigi würden sich gerne als Reiseführer durchs Königreich anbieten. Eine hervorragende Idee. Die Umstände mögen zwar nicht ideal sein, doch es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Jetzt kann ich selbst Gespräche führen und sogar eine Antwort erhalten. Es freut mich auch sehr, dich kennenzulernen, Mario. Oh. Was? Ach Mario, du weißt doch, dass ich nicht auf Formalitäten bestehe. Es gibt wirklich keinen Grund, so schüchtern zu sein. Was? Das verstehe ich gerade jetzt nicht. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Luigi. Hihi, du bist ja ganz rot, Luigi. Prinzessin. Hi. Hi, Peach. Ja? Nanu? Ah, da drüben, Prinzessin Peach. Eine Gruppe Tots ist plötzlich aufgetaucht und sie sehen aus wie wir, nur platter. Das habe ich doch gerade gesagt, Luigi. Sie sind jedenfalls ganz verschüchtert, zittern wie Blätter im Wind. Nach all dem, was die armen Tots durchmachen mussten, ist doch verständlich. Bitte führt sie hierher, dann heißen wir sie angemessen willkommen. Leichter gesagt als getan, vor lauter Panik hören sie einem kaum zu. Gute Idee, Mario. Auf dich hören sie bestimmt. Mir nach. Ja. Luigi. Luigi. Let's go. Let's go. Warte, nimm das hier, bevor du gehst. Du hast die Tipps erhalten. Wähle sie im Menü aus, um alle möglichen Informationen zu erhalten. Jetzt rede ich schon die ganze Zeit so. Im Menü findest du eine Vielzahl hilfreicher Informationen. Drücke Start und berühre Menü auf dem Touchscreen, um es zu öffnen. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, dass er jetzt noch mit A springt. Hey, ihr flachen Tots! Könnt ihr aus eurem Versteck kommen? Nein, ihr könnt aus eurem Versteck kommen. Komm schon, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Ich sehe einen von ihnen, dort drüben. Und weg ist er. Hey, ich schwöre, Ich hätte schwören können, dass ich einen von ihnen hier gesehen habe. Wir wollen doch nur helfen. Drum zeigt euch doch endlich! Junge, Junge, ich bin froh, euch zu sehen. Die Papiertoads fürchten sich und haben sich versteckt. Wäre es doch nur möglich, mit ihnen zu reden. Ich könnte sie sicher beruhigen. Das Dumme ist nur, dass sie so flach sind und einfach in der Landschaft verschwinden. Mario! Mario! Luigi! Luigi!
suchen wir zuerst nach Papiertoads, die sich im Palast verstecken. Ich bin sehr dankbar für eure Hilfe, die armen, verängstigten Toads. Mhm. Oh yeah. Rette die Papiertoads. Fertig, los. Da ist einer, das ist doch einfach. Schnarchen, Mario und Luigi? Ihr beiden seht aber seltsam aus, irgendwie runder oder so. Ah, na klar, ich träume noch. Das würde auch erklären, warum Luigi viel beeindruckender als sonst aussieht. Hm, du sagst, du willst uns allen helfen, nach Hause zurückzukehren? Wenn das so ist, dann bleibe ich bei dir. Hast du noch Platz in deiner Hosentasche? Okay, in die Hosentasche mit dir. Oh Gott. Okay, da kommen die Toads raus. Huch, sie haben uns gefunden. Lauft, Leute, lauft. Hm, das ist wirklich Mario. Der sieht ein bisschen rundlich aus. Eben, wen interessiert's? Wir sind endlich in Sicherheit. Alle falten sich in meine Hosentasche rein. Hm. Komm her, ich sehe dich. Hier gibt's nichts zu sehen, nur eine alte, langweilige Säule. Super, du hast mich gefunden. Das war's dann, weil Schnüpp am Ende in 1000 Stücke gerissen. Was, du meinst sie genau hin? Rotes und grünes Outfit, buschige Schnurrbärte. Ach du liebe Güte, Mario und Luigi, ich wurde von Berühmtheiten gerettet. Der miserabelste Tag meines Lebens wendet sich gerade zum besten Tag meines Lebens. Wo sind sie noch? Hab ich dich. Oh nein, ich bin gefangen. Bitte esst mich nicht. Ich bin mir sicher, ich schmecke abscheulich. Ups. Ja, komm einfach in meine Tasche. Ach, ich dachte schon. Der Schatten nämlich. Was ist das für ein verrückter Ort? Wo sind alle meine Freunde? Ich will hier ran. Bitte verspeis mich nicht. Was? Wirklich? Du bist Mario? Also der berühmte Mario? Im wahren Leben siehst du ganz anders aus irgendwie. Runder oder so. Ach egal, endlich in Sicherheit. Dann musst du halt langsam mal alle haben. Hinter Peach versteckt sich noch einer. Bitte beschütze dich, Prinzessin Peach. Diese pummeligen Rubiane sind hinter mir her. Beruhige dich, das sind Mario und Luigi. Sie sind zu deiner Rettung erschienen. Wirklich? Das wüsste ich. Ich habe nur so getan, als würde ich mich verstecken. In Wirklichkeit habe ich euch im Auge behalten, Prinzessin. Warum erkennen die uns immer erst so spät? Geschafft. Juhu! Prinzessin Peach! Ah, Schlussheul. Wie Babys. Ach, weine nicht, du bist jetzt in Sicherheit. Sie stehen sicherlich noch unter Schock, dass sie auf einmal in unsere Welt gelandet sind. Zumindest zu einem Teil. Aber tatsächlich ist da noch etwas anderes. Da waren noch so viele andere Toads. Und sie sind alle unauffindbar. Oh no. Wo sind wir nur? Was haben wir denn hier? Eine Horde abgemagerter Toads? Oh, das ist jetzt jemand Böses. Ach, die Gumbas. Treibt sie zusammen! Was passiert hier? Täusche ich mich oder sehen sie sogar noch mickriger aus als üblich? Ist doch völlig egal. Fangt sie einfach ein. Nein, zu Hilfe! Holt sie euch! Also, holt sie euch! Sie lassen einfach ihre Freunde zurück. Und einfach so entführten diese Gummas den Rest unserer Freunde. Sie haben solche Angst, dass sie geknickt oder gar zerknüllt werden. Oder eine Million Schnipsel zerrissen. Ah, es ist furchtbar, überhaupt darüber nachzudenken. Hm.
Was ist denn los? Ich habe mich gerade an etwas erinnert. Als wir aus dem Buch stürmten, habe ich flüchtig Bowser und einige seiner Schergen gesehen. Das heißt dann wohl, dass sich der Bowser aus meiner Welt ebenfalls gerade in dieser Welt befindet. Und wenn sich beide Bowser zusammentun, ich erschaudere beim Gedanken an den Schaden, das sie anrichten könnten. Mario und Luigi, das Schicksal unserer beiden Welten liegen nun in euren Händen. Kann ich mich bei der Rettung meiner verlorenen Papieruntertanen auf eure Hilfe verlassen? Oh yeah. Oh yeah. Das ist nun unmöglich. Bis jetzt ihre größte Herausforderung. Immerhin müssen sie sich gegen zwei Bowser und alle anderen Schergen zur Wehr setzen. Nun, ich bin sicher, sobald ihr Mario gefunden habt, wird sich das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Oh, ist das ein Wortspiel mit Blatt? Oh, versteht ihr? Aber Mario befindet sich genau hier. Welchen Mario meinen Sie bloß? Oh, jetzt verstehe ich, was du meinst. Auf geht's, Mario. Oh, diese Stimme. Auf geht's, Mario. Damit sage ich ciao, bis zum nächsten Part.